Und damit herzlich willkommen zurück zu GTA 5, Episode Nummer 12. Tada, hey Trevor, Oscars Bezahlung für die Waffen sollte schon eingegangen sein. Da müssen wir irgendwie nochmal kurz ins Handy schauen. Was steht da noch? Oh, das Handy ist irgendwie ein bisschen kaputtig. Egal. Sieht so aus, als sei der Flug bei der Lost jetzt leer. Also wegpustet, offiziell Eigentum. Trevor Phillips Enterprises also. Wir sollen da rüberfahren. Ja, dann machen wir das doch. Das wird schätzungsweise das C auf der Karte sein, oder? Wobei, nee, kann ja nicht sein. Ach, nee, da können wir jetzt nur irgendwelche Nebenmissionen machen, irgendwie so, wo man nochmal irgendwie zusätzlich Kohle verdienen kann oder so ein Quatsch. Ah, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen Story Progress. Ich will nämlich möglichst schnell wieder auch mit den anderen spielen können, mit Michael und Franklin. Weil, wie gesagt, Trevor ist jetzt nicht so mein Liebling. You know? Aber naja. Wir werden das schon, oder ich werde das schon irgendwie überstehen. Wie gesagt, es soll ja auch Leute geben, die den mögen oder die den unterhaltsam finden. So. Wir gehen wieder einsaufen. Was geht? You sure as shit are one dumb, ignorant, white trash hillbilly, Wallace. You're damn right. Chang, spreadsheet. Let's head outside and talk terms. La 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 la. Quiet again. Gentlemen, I think I have proved that my organization can handle weight. And I think I've proved that my organization is a reliable supplier. In short, it's you and me. Now give me some of that goddamn X. I'm afraid we want to go down a different path. What? We want to explore other opportunities. 坏家伙，坏死了！要不要我帮你放松一下？ Shut the fuck up! Our boss, Mr. Chang's father, wants something a little larger. We want to move drugs, perhaps guns. This is my life's work. I mean, since I was a little kid, I dreamt big. You know, I've always wanted to be an international drug dealer and a weapons trader. All right, so I'm begging you. Let's make this happen. I'm very sorry. You're sorry? You're fucking sorry? I just spilled my fucking guts out to you, and you say to me you're sorry. Who are you working with? Hmm? Who? I'm not at liberty to say. Oh, no, no, no. You're at fucking liberty. In fact, I'd say you are obliged. Who? Fucking who? 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 The O'Neill brothers. The O'Neill brothers, huh? Yeah. You shitting me? No. Because those fucking O'Neill brothers, I hear a little birdie telling me that they have a bit of a problem, since one of them's gonna have to be surgically removed from the skull of the other. Fuck you guys and fuck them! Begib dich zum Hof der Gebrüder O'Neill. This music's all fucking wrong. That's what I'm looking for. Ja, und I'm looking for this music. I'm so sorry, Trevor. Aus dem Weg, ihr Spacken! Heißt, ich rege mich darüber auf, dass Trevor so einen Knall hat und tick jedes Mal. Also zumindest in-game, ja. Real life bin ich ein absolut cooler Typ. Ja. Trevor Phillips! Elwood O'Neill! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Trevor, it's business! That wide-eyed idiot was mine! It's business, fella! You wanna discuss it? We're at the farm. Ernie, Earl, Walton, Wynn, Dale, Doyle, Daryl, Dan, all of us. Start writing those names on tombstones, cause I'm on the way to your lab and we're gonna see how much of a family meth business you got when I'm done! All of you are going to die!
Irgendwie, das war doch auf der PlayStation 3 nicht so, dass hier überall Tiere rumgeflitzt sind. Das ist jetzt schon so häufig passiert, dass mir auf einmal so ein Tier auf einmal begegnet ist. Ganz, ganz komisch. Naja, okay, wir machen offensichtlich hier wieder Party. Upsi, nee, nicht E, F. Nope. Begib dich zum Aussichtspunkt auf dem Hügel. Okay. Klasse Aussichtspunkt. Und das Haus ist irgendwie ein bisschen schief, ne? Ihr seht ja auch schick aus. You dumbass! I just spoke to that maniac Trevor. He's coming. Get down to the meth lab to protect it. I hope he don't get through these idiots, but we know they're idiots. Come on, let's go see them Chinese fellas. Oh, how many brothers you... was haben wir denn so? Wir haben leider keine Muni für einen Granatwerfer. Das ist echt schade. Na gut. Got you inbred freaks. I don't know how I'm gonna do it. Ach so. Fuck you. Lalalala. Oh, ich krieg ein bisschen arg viel Schaden. Ja, vielleicht sollte ich auch den Zoom nutzen. Fuck you. Oh. Oh. Und ich habe überhaupt keine Zeit, hier so Ewigkeiten rumzueideln. Es ist nämlich gerade 11.27 Uhr am Tag, an dem diese Folge rauskommt. Und ich muss sie dann noch also schneiden und rendern und hochladen und... was ein Spaß. Kriegt man das irgendwie hin, ohne dass das... Naja, offensichtlich kann man das irgendwie hinkriegen. Dass das keiner von denen mitkriegt, meine ich. Hehehehe, Sniper und Sneaky und hast du nicht gesehen? Ja, die möchte ich eigentlich als letztes machen, weil die so blöd stehen, dass man die nicht am Stück erschießen kann. Wobei, wir könnten vielleicht ein Stückchen runtergehen. Oder hier so zur Seite, dass sie in einem besseren Winkel stehen. Ja, das ist genau durch den Baum gedeckt, das ist natürlich ärgerlich. Shit, 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 shit. Naja, okay. Hat trotzdem funktioniert. Alles klar. Damit hätten wir schon mal ein bisschen aufgeräumt. Obwohl, ja komm, nimm die Shotgun. Warte mal, haben wir hier? Nee. Ich habe gerade gesehen, wir haben nämlich noch eine andere Shotgun irgendwie. Abgesägte, okay. Ja, macht das jetzt irgendeinen fetten Unterschied? Wir nehmen einfach mal die hier, die passt schon. Okay, dann rennen wir mal zu dem grünen Pfeil. Beziehungsweise schauen mal, wer hier noch so auf uns wartet. Here comes Johnny! Na du Fucker! Ups. Alles klar, komm, zeig dich. Wie war das denn nochmal mit der Spezialfähigkeit? Das war nubig. Einmal voll da. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ganz schlecht. Oh shit. Oh shit. Ich muss mal kurz hier ein bisschen chillen, weil wenn wir mal nach unten links gucken, sehen wir... Okay, jetzt können wir, glaube ich... Der überlegt sich noch, dass er Kopfschmerzen hat. Nein, nup, 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 nup. So.
geht's hier runter? Ja. He's in the lab! Okay. Ah, das ist, glaube ich, sowieso nur noch eine. Bombs. So! Ach, das ging ja. Besser als erwartet. Oh, you're gonna burn, you idiots. Where are you gone, fuckers? Das ist aber, also, wenn man sich mal die Karte anguckt, wenn man sich mal die Größe des Benzinkanisters anguckt, Mann, das muss irgendwie so ein multidimensionaler Benzinkanister sein. Zumindest passt da ganz schön viel rein. Ja, Trevor Phillips rastet mal wieder ein bisschen aus, der gute Mann. Stinkt nach Benzin, wa? So. Jetzt haben wir doch hier eine schöne Spur gelegt, wa? Lalalalala. Burn, you disrespectful pricks! Tja, ja. Entkomme vom Farmhaus. Werden uns jetzt hier noch Gegner entgegengestellt? Weil was sollen wir denn hier entkommen? Das ist ja nun wirklich keine Kunst. Tada, entkommen. Fertig. Aber es steht immer noch da, entkomme vom Farmhaus. Ja, ich möchte auch wieder speichern. Und da ist schon wieder ein Tier. Unglaublich! Bestanden, Drogenhölle. Ach, wir wollen mal wissen. Kopfschüsse. Ja, wir haben ja mit der Shotgun geschossen. Natürlich ziehen wir damit nicht auf den Kopf, sondern schön in den Bauch, ne? Treffergenauigkeit war auch für den Arsch. Mann, ey. Nur am Rummeckern, das Spiel. So. Ich weiß gar nicht. Machen wir jetzt noch eine Folge? Nee, ich glaube, wir machen ein Fragezeichen. Ich hoffe, dass das Fragezeichen kürzer ist als das andere. Weil, wie gesagt, ne, die Folge muss gleich schon rauskommen. Und da will ich sie jetzt nicht zu ewig lang machen. Weil dann dauert das mit dem Rendern halt länger und mit dem Hochladen. Und dann klappt das bis 15.30 Uhr eventuell gar nicht. Und das wäre ärgerlich. Hallo, Freunde! Upsi, sorry. Was geht? There you are, handsome. Lou Mudd. How have you been? Oh, simply wonderful. And you? About the same. Somewhere stuck between joyful and peachy. Even in this world full of scum and detritus, it's only right that we all bear our share. Ain't that the truth? Take this poor wretch. On the run, desperate, alone, about to learn the true meaning of suffering, all for a few thousand bucks. Think you can find him for me? Every man has his talents, Maud, and the rigorous administration of justice is one of mine. That's why I love you, Trevor. I'll send you his file. Aha. Verlasse das Gebiet. Auch das sollten wir gerade noch so hinkriegen. Miau. Okay, was ist das denn komisches? Ist das irgendwie Auftragsmord oder so? I don't get it. Okay, Ich weiß gar nicht, ich habe meine wunderbare Stoppuhr ein bisschen zu spät gestartet. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht genau, wie lang die Folge jetzt schon ist. Steht jetzt auf 9 Minuten. aber in Wirklichkeit ist sie halt ein bisschen länger. Und unter 15 Minuten möchte ich ja nun nicht Eine Folge unter 15 Minuten möchte ich ja nun nicht raushauen. Das ist ja dann doch ein bisschen sehr wenig.
15 Minuten ist so das angepeilte Ziel, 20 Minuten so. Und dann wird es halt hier und da mal eine halbe Stunde, 40 Minuten, meine Güte, bisschen schon ist immer. Gucken wir dich nochmal an hier. Hey, bud. What you doing? Nothing. What you up to, Cletus? Hunting. Hunting what? Retirees? Nah, just stuff. Windows, antenna, tires, vermin. Ah, so that was you. Tis the season for it. I don't give a shit about no season. Oh, good, huh? Don't let the regulations get you down. That's what I'm saying. Hey, you want to come hunting with me? It'd be real neighborly of you. Hell, why not? All right, then. Up here with you. Spacko. I got just a thing. Let's raise some hell, neighbor. Oh, I'm in. I'll introduce you to one of my all-time favorite pastimes. You're gonna love this. Okay. You're gonna you love see them this. Three big satellite dishes? A decent shot, and they'll go down easier than a whore's drawers. You're a real pillar of the community. Half the folks in this town would sell their own mother, and most of the other half already dead. Screw them. She's off such a huge system. No more reality TV for you, Mrs. Gilbert. Okay, boah, for real? Und außerdem, wie riesig sind bitte diese Satellitenschüsseln? What the fuck? Achso, das ist keine Satellitenschüssel, oder was? So. Hä, wo ist die denn? Ach, da. Brain. Didn't I tell you this would be more fun than a barrel full of pussies? Ooh, you're a classy day, Cletus. No denying that. Now drive us up to that abandoned motel. I got an even better idea. Gott. Und ich dachte, das wäre eine kurze 2-3 Minuten Mission, aber nein. Oh geil, ich will den hier fahren. So, what now? We're gonna try our luck on something less stationary. Ooh! Ah. Liberals? Nothing as slippery as that. You'll see. Ain't she a beauty? Drives like a dream. You've got way too much time on your hands. Nah, this is just a bit of foolery. I've been busier than hell with the real hunting. The money in wild organic meat these days, you wouldn't believe. Them hipsters will give you their parents' last dime for it. It's gotten so I can't even keep up with the demand no more. This is a $4,000 vehicle. Was, der will jetzt auf Penner schießen? Nein. I bet you never shot out the tires on a car before. Oh, you'd be surprised. Well, let's see what you got then. Ain't you gonna shoot anything, Cletus? Nah, I do this all the time, and I want to see how you deal with a moving target. This is perfect right here. Pick a car and shoot a tire. Good, plain, old-fashioned fun. That's it, beauty. And again, Trevor. Ja, gib mir ein Auto, dann mache ich das auch nochmal. Zählt das jetzt, wenn ich auf den schieße? Chipper brains. Okay. Scroll. I knew you were such an agitator, Cletus. Nice. Go on, one more, just for the hell of it. Cars don't burst. Shoot the tires. Man, not too bad, Trevor. Right, let's change it up. Come on, follow me. Ja, gut. Should start übrigens ganz schön scheiße geschossen. Just two fellers killing time in small town America. Don't get much better than this, does it? The two most popular guys in town. Am I glad I ran into you? Ain't nowhere near this fun being antisocial on your own. Whatever cranks a tractor, I say. What's up next on the hillbilly anarchist agenda? Ever shot anything with a face? Actually, let me ask it again. Ever shot anything with a face on four legs? Now, Cletus, it's important you realize I'm a man plagued by vicious rumors. Fine. Let's head for the roof. I seen some coyotes hanging around down by the road. Wow, das ist jetzt ein bisschen ass. Real neighborly of us to get rid of a couple. And we are nothing if not neighborly. Aber auch geil, ne? Das ist jetzt ein bisschen assig. Auf Tiere schießen. Aber in dem Spiel Hunderttausende von Menschen abmetzeln. Völlig legitim. We'll get their shot from up here. Ach,
Schade, ich dachte, die platzen so lustig wie in GTA 4. So, können wir ein bisschen Gas geben? Da sind Kojoten. Oh, scheiße. Oh, scheiße, jetzt muss... Looks like we got two packs of coyotes down there. Ach du Scheiße. The rest should scatter. Don't let them get the jump on you, Trevor. Ja, failed. 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 Schieß auf drei Kojoten. Ach, die werden jetzt auf der Karte angezeigt. Hä? What the fuck? Wo sind die denn? Be quick about it, or they'll get wise to you. Ha, wo verstecken sich die Bastarde denn? Ich kann überhaupt nicht abschätzen, wie nah oder fern die jetzt sein sollen. Ah. Nee, da hinten war einer. Du Fuckarsch. Und bumm, das waren drei. That should do it. Not. Why are you getting all ornery? I reckon you should tag along next time I go hunting out at Polito Bay. I'll show you how to bag an elk. Why not? Gotta go. I'll send you a text when I'm about. Bestanden, Zielübung, und wir waren wahrscheinlich sauscheiße, weil ich nicht aimen kann. Ja, 50%. Die 50% kriegt man wahrscheinlich so oder so, solange man die Mission besteht. Erlaubt Bewegung bei Such? Aha. Kann ich das nicht? Ich wollte gerade sagen, kann ich doch so oder so. Dann scheint das sowieso schon irgendwie Standard zu sein, dass man sich im Zoom bewegen kann. Alles klar. Dann würde ich sagen, jetzt haben wir die 20 Minuten. Also 20 Minuten weiß ich wie gesagt nicht, aber auf meiner Uhr steht 16. Plus die paar Minuten, die ich am Anfang nicht mit aufgezeichnet habe. Also nicht aufgezeichnet in der Stoppuhr. Aufgezeichnet hier habe ich sie ja schon. Seht ihr ja. Bliblablop. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen um 15:30 Uhr wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.